Die Weste hebe ich mir erstmal noch auf. Eine halbe habe ich ja noch. Sichtweite runterstellen geht übrigens gar nicht. So viel krasse Einstellungen kann man hier auch gar nicht machen. Anti-Aliasing runterschrauben ist eigentlich meistens schon ausreichend genug. Da steht einer. Ach da, oh, da steht auch einer. Kann ich den einfach so hier, kann das Tor nicht aufmachen. Gut, hat wieder einen Braten in der Röhre. Glückwunsch. Als ob ich noch einen Balk bräuchte, über das ich stolpere. Hab ihr gesagt, sie soll die verdammte Pille nehmen, aber sie ist einfach zu katholisch. Weißt du was? Du solltest es machen wie ich und dem Puff zum Schuss kommen. Scheiße, wäre wohl billiger gewesen. Klar, wenn Doreen das spitz gekriegt hätte, hätte sie mir die Eier abgeschnitten. Huh. Irgendwas ist faul an der Sache. Ja, irgendwas ist ja faul. So, komme ich irgendwie ungesehen ins Haus rein? Ist das Fenster kaputt? Nee, es ist sogar. Nee, ist nicht vergittert, aber. Sie hin, unsere friedliche Nacht. Komm noch gucken. Wen haben wir denn? Deinen Tod haben wir hier. Haha. So. Will nur, falls es schief geht, nicht, dass hier noch mehr Leute kommen als unbedingt nötig. Skate Lucky vorhin aber noch nicht, wo ich hier oben war, oder? Steht wieder nur ein Wachposten. Die Tür ist dafür abgeschlossen. Was ist das denn? Mein Gott. Jetzt sieht er mich bestimmt. Ach nee. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um diesen Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über den Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du dem Geschäft zufügen kannst und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wäge bei deinem Angriffsplan erst Risiko und Nutzen voneinander ab. So. Hauptsache, die holen nicht irgendwie Verstärkung. Und einer. Lasst ihn den. Vierteil diesen Schwanzlutscher! Die Finishing Moves haben sie schon ziemlich geil gemacht. Muss man sagen. Oh,
Bevor die hier sind, habe ich schon alles kaputt gemacht und bin schon wieder weg. Der Junge muss sich verpisst haben. Ich bin noch da. Kommt euch. Telefon, gib mein Telefon. Er rennt auf mich zu wie ein Wani. Nicht schlecht. So, irgendwo war doch jetzt hier noch eine Weste. Hier drüben. Welche ist da wohl? Steckst du ganz schön in der Scheiße. Du steckst in der Scheiße. Wachposten glaube ich mir noch. Zack. Gefinished. Kein Problem, easy going. So. Achso, hier komme ich ja wieder nicht raus. Muss ich wohl durch den Haupteingang raus. Ist noch Geldbündel, sehe ich gerade. Hä, in dem Haus, wo ich gerade war, oder was? Hä? Wo habe ich denn da bitte Geld über... Ist hier irgendwo? Ja, wohin genau? Ach, hier unten runter. Ich kann leider nicht alles im Haus zerstören. Geht nur bis zum bestimmten Verstrecker erledigen, um das Schwierigkeitseimer. Wo ist denn dann Verstrecker? Da waren nur Wachposten. Und hier ist eine Tür, wow. Oder habe ich da irgendwas übersehen im Haus? Kann mir nicht vorstellen. Hier ist auch nirgendwo ein Vollstrecker. Hier waren ja bloß ein paar Sachen, die ich zerstören konnte. Und hier war ich ja auch schon. Hier ist einfach nichts. Kann ich nicht rausklettern oder was doch? Hä? Habe ich hier gerade Munition gefunden? Warum? Wie das? Nee, ich kann leider nichts weiter kaputt machen. Bisschen schade. Ich muss jetzt halt hier auf dem Dingens weiter und hier hinten noch was kaputt machen. Gut, dass ich gerade auf der anderen Seite bin, wo ich mein Auto abgestellt habe. Ich weiß, dass ich immer gesagt habe, dass es keine hässlichen Babys gibt. Tja, aber der kleine Bastard von nebenan lässt mich an meiner Einstellung zweifeln. Ich weiß genau, dass ich für diese Bemerkung in die Hölle komme. Hoppala. Hier gleich losschießt.
Hä? War das nicht mein Auto? Oh, das steht, glaube ich, da drüben. Naja, sieht so ähnlich aus. Oh, der hat ein bisschen mehr Power, glaube ich. Anbrennen. Nee, geht leider alles nicht, Martin. Es sind halt immer nur bestimmte Optionen, also bestimmte Missionsziele, die man hier erledigen kann. Oh, hier kann ich noch ein Dingens aktivieren. Mach ich gleich mal. Ist ja hier um die Ecke. Du. Ich weiß zwar nicht, was hier ist, aber ich spreche einfach mal ein. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Oh. Was denkst du dir eigentlich? Suche abbrechen und was ist denn da eigentlich drinne? Keine Ahnung. Streifendienst wieder aufnehmen. Bleib hier oben, wo du hingehörst. So, hier haben wir noch was drin. Ist so wie ein bisschen die bei Assassin's Creed, glaube ich, die Aussichtspunkte, die in der Umgebung alles aufgedeckt haben. Wo ist denn jetzt das Scheißding? Ach, da. So, zurück zum Auftrag. Von wo bin ich gekommen? Von hier. Mal reingucken, ob er da irgendwo rumspringt. Oh, hier ist noch nichts. Doch, die Geldkassette. Hey, da geht's für dich nicht lang. Sorry. Ja, sind eh nur ein paar Piepen. Was ist hier noch? Eine Weindingens irgendwas? Kann man hier schon die Geschäfte ausnehmen? Schön klauen von den ehrbaren Bürgern. Oh nein, Marius Kaiser ist online gekommen. Ich weiß, was das bedeutet. Oh, $46 geklaut. Ich bin so ein Tier. Was? War es nicht gerade die Angestellte? Raus hier oder ich rufe die Polizei. Bin schon weg, hab deine Kasse schon. Bleib hier oben, wo du hingehörst. Geklaut. Dann mach auch weiter. Was macht der Kerl denn da drüben? Ja, Marius, ist das Feierabend, aber ich bin eh gleich fertig. Jetzt auch mal Zeit, was zum Abendbrot zu essen. Ach, ich kann hier ein Auto klauen, was total räudig und hässlich aussieht. Cool. Hallo. So, ich muss jetzt wieder zurück von da, nee, wo hier bin. Hier bin ich lang gelaufen. Dum. Mach jetzt noch schnell den Auftrag fertig, dann mache ich auch erstmal Feierabend. Wie kann der Hurensohn die ganze Radioskala kidnappen? Das nervt mir uns! Tag auch. Wie geht's? So, okay, die grüßen mich. Interessant. Hier drin ist es, na toll. Wie viel FPS ich habe? Naja, der Framelock ist momentan auf 30. Aber ab und zu habe ich auch mal weniger, muss ich zugeben. Leider. Gerade wenn so neblige Geschichten durch die Gegend gehen und also wenn Nebel aufzieht,
Also ich habe öfters mal 60, aber... Naja. Nicht immer halt. Kommt halt auf die Situation drauf an. Leider Gottes. Sind das alles Gegner hier drin? Nee. Der ist da in dem Geschäft vorne drin. Dann werde ich da mal von vorne reingehen und ihm schön ins Gesicht schlagen. Einfach weiterkommen. Der andere gehört ihm. Also zu ihm. Da werden wir gleich mal einen... Zack! Oh. Was hat der mit dem Schießeisen? Ein Peter, Entschuldigung, bitte, Hilfe! Shit. Falls jemand Langeweile du und ich, wir machen jetzt eine kleine Spritztour. Das ist gerade ein Riesenfehler, Freundchen! Du wirst mir jetzt was von eurem Dope-Deals erzählen. Wenn du einen Informanten in einem Auto erwischt, musst du wie ein Verrückter fahren, um sie zum Reden zu bringen. Rase herum, fahre auf der falschen Straßenseite, drift um die Kurven und vollführe Sprünge, um den Informanten Angst einzujagen, bis er plaudert. Okay. Das war verdammt knapp! Krasser Sprung war das schon, krass. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Rede oder es wird echt scheiße für dich. Ja, das Messer ist nicht nur seine Lieblingswaffe, man kriegt das halt... Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Man kriegt das halt dazu irgendwann. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigen. Und man kann aber auch einschalten, dass er es nicht macht. Also, dass er kein Messer nimmt. Oder... Ja, dann halt das Messer zückt. Damit ich dir den Arsch aufreißen kann. Rede oder es wird echt scheiße für dich. Ja. Also sowas halt. Wenn ich mit dir rede, bin ich doch ein Rassenverräter. Hältst du das hier für ein Spiel? Scheiße! Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Du solltest dir einen neuen Job suchen. Ups. So, jetzt noch schnell zurück. Also die Takedowns sind echt gut gemacht, muss ich mal sagen. Da kann man echt nicht meckern. Und ich habe halt das Messer drin gelassen, weil meistens, wenn du das Messer im Nahkampfangriff brauchst, dann musst du den Typen auch umlegen, bevor er dich verpfeift oder selber umballert. Also einfach Messer drin lassen. Achso, das ist ein Diner. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Bullen. Ohne Ende Bullen. Das ist super, dass die Polizei auch Leute verhaften will, wenn die über eine rote Ampel fahren oder so. Die stecken das Zeug besser nicht mit Backpulver. So, jetzt müssen wir hier uns nur noch kurz durchkämpfen. Durchkämpfen trifft es vor allen Dingen. Den da drinnen muss ich umlegen. Charlie anrufen. Wir brauchen mehr Stoff. Was glaubst du, wer zum Teufel du bist? Charlie, das Zeug mit Backpulver strecken würden wir das Doppelte machen. Klar habe ich ihr einen Schuss für einen Blowjob gegeben. Nächstes Mal zahlt sie doppelt. Komme ich jetzt hier ungesehen rein? Klar, mit einer Ablenkung. Ablenkungspumpe. Auf jeden Fall. Wir müssen bald neuen Stoff besorgen. Ach, Marius, eine
70 wird schon ausreichen, wenn eine 660 als... Oh. Wenn eine 660 als Mindestvoraussetzung da ist, dann, also genannt wurde, dann... Oh. Was? Scheiße. Wir sind nicht allein. Komm mal gucken, was du gesehen hast, Junge. Scheiß Junkies verkaufen ihre Mutter für einen Schuss.